Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir ein neues Spiel, nämlich Clothing Simulator. Ich habe in der letzten Folge, im letzten Video gesagt, dass ich ja ein bisschen ein paar neue Dinge mache. Und ja, also wir spielen heute Willkommen. Sie machen den ersten Schritt auf ihrer Reise vom kleinen Laden zum wichtigsten Modezentrum der Stadt. Kaufen Sie ein paar Produkte, fühlen Sie die Gänge und beginnen Sie mit dem Verkauf. Ihre Verkaufspreise müssen ausgewogen sein. Kümmern Sie sich um Ihre Kunden, steigern Sie den Umsatz, verbessern Sie Ihr Geschäft. Gehen Sie nicht bankrott, arbeiten Sie hart und haben Sie viel Spaß. Alles klar. Es ist hier ein bisschen so nicht so geil übersetzt, sage ich mal so. So, was sollen wir jetzt machen? Schreiben wir hier erstmal. Gehen Sie an den Computer und bestellen Sie Ihr erstes Produkt. Okay, hier Produkt. Aha. Anscheinend kann man sich hier nur für Dingens vertun. Neuer Preis. Hä? Was meinen die mit neu empfohlener Marktpreis 50? Ach so, der kostet 50. Mhm. Preis aktualisiert. So. Ja, aber wie kann ich denn jetzt das kaufen, ey? Ach so, hier muss ich das kaufen. Aha. Ihre Bestellung ist angekommen. Holen Sie sie ab. Okay. Wo mache ich das denn? Ah, hier vorne. Okay. Stellen Sie nun die Produkte in die Regale. Mhm. So. Legen Sie den Produktpreis von Ihrem Computer aus fest. Ja, habe ich ja schon gemacht. Öffnen Sie jetzt Ihren Job. Job meine ich. So. Ja. Gut, Sally, heute, ne? Also Gunst zur Ehrung. Ja. So, okay. Anscheinend geht's jetzt los. Kann man das ja auch irgendwie wegmachen? Hä? So, ich bin an die Kasse gegangen. Ach so, Vollversion. Ja gut, die gibt es noch nicht. Was ist das denn hier? Ah, okay. Moin. Dieses Produkt ist nicht verfügbar. Ja, das kommt noch. Legen Sie die Produkte in die Einkaufstasche. Habe ich doch schon. Bestellung abschließen. Ah, Glückwunsch. Jetzt wissen Sie, was zu tun ist. Es erwartet Sie ein spannendes Abenteuer in der glamourösen Welt der Mode. Mal sehen, ob Sie Ihr Geschäft zum Modezentrum der Stadt machen können. Okay. Na, ich vergesse mal hier dieses blöde Dings zu drücken. Wartet mal kurz, Leute. Okay, es sollte jetzt eigentlich besser sein mit der mit dem leckfreien Dings. So, was ich eigentlich machen wollte, ist hier so ein Shelf 2 zu kaufen. Oder warte mal, was brauchen wir hierfür? Ja doch, ein Shelf 2, oder nicht? So. 1, 2. Kaufen. Okay, so. Hallo. So. Tragen mit E, okay. Öffne die Box, ja. Zack.
So. Okay, wir müssen gleich mal. So, mal kurz gucken. Ja, geht, okay. Der hat sich direkt eingegrabt. So. Hä, warum wird das fallen gelassen? Egal. So, wir müssen auf jeden Fall noch mal kurz einmal das hier nachkaufen. So, und dann einmal noch mal die Produkte hier angucken. Ich würde sagen, wir verkaufen das für 55. So. Das machen wir hier. Machen wir mal 38 glatt. So. Das machen wir auch 38. Zack. 50 Cent mehr ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so viel. Ja, als ob die Rosa dann schon wieder aus. Ah, nee, ich habe die gekauft hier. Ich dachte gerade schon, die sind ausverkauft. Kurz Herzinfarkt. Drücken Sie N, um einen neuen Tag zu beginnen. Ach, ist er zu Ende oder was? Gut. Wir haben Gesamtkunden 15. Zufriedene Kunden haben wir 8. Produkte konnten nicht gefunden werden. 4. Okay, teure Dinge 0. Neuen Tag beginnen. Moin. So, wir öffnen natürlich direkt, weil wir haben hier eh nichts. Ein bisschen eine Mülltonne. Moin, moin. Wollen Sie bei mir einkaufen oder was? Laufen ein bisschen mit Ihnen, okay? Sorry, Dame oder so, aber was haben die? Egal. Ich schenke. Ach so, das muss, glaube ich, so sein. Warte, ab wann kriegt man neue Sachen? Ab Stufe 2 oder was? Cap 750 kann man hier irgendwas Neues kaufen. Oh, da liegen schon wieder Sachen rum. So, dann muss ich mal kurz hier hinrennen. So. Was geiles Licht auf jeden Fall hier, ne? Also, das kann man sich sehen lassen. Hallo, wollen Sie ein Produkt kaufen? Wir haben aktuell nur Damenklamotten. Liegt daran, dass dieses Spiel einfach männerfeindlich ist. Aber macht ja nichts. Was willst du? Meinst du das ernst? Es gibt keinen Stand im Laden. Was für ein Stand? Was meinen die mit dem Stand? Ach, hier ist ein Stand. Stufe 3, okay. Der kann ich mir doch gar nicht holen, oder was? Oder meinen die das hier? Ja, ich kaufe mal hier kurz Wishlist und Steam. Ach so, ja. Kaufe mal kurz hier so eine Umkleide. Also so herum muss das, glaube ich, ne? Ja, ist richtig gut. So, moin, moin. Zack. Zack. Dankeschön. Besuchen Sie uns bald wieder. So, wir haben gerade 3 Uhr morgens, glaube ich, also 15 Uhr. Nicht 3 Uhr morgens, ich meine nachmittags. Wenn es mich nicht jetzt alles täuscht. Hallo. Produkte. Na, aktuell können wir ja eh nichts weiteres kaufen. Warten. Mann, Deutsche, Mann, Schweizes Hemd. Wollen wir uns das hier kaufen? So, jetzt können wir uns hier anscheinend irgendwie auch Männerdinger verkaufen. Ich würde aber sagen, wir müssen uns natürlich hier auch erstmal noch ein Shelf wiederholen. Jetzt haben wir noch 400 ungefähr.
Packen wir das schon mal in den Warenkorb und das. Und dann auch einmal das. So. Oh, sorry, habe euch nicht gesehen. Okay, 623 haben wir wieder. Das hier wollte ich haben. Warte mal, wo machen wir denn jetzt so die Männerabteilung hin? Ich würde sagen hier, oder? So, ich würde sagen da. Oder ist das jetzt hier noch Frauen? Nee, es sind Männer. So. Okay, also diese grauen Dinger hier und einmal die anderen sind ausverkauft. Also einmal das und das, glaube ich. Ja. Okay, so. Wir beginnen mal kurz einen neuen Dach. Täglich Verbesserung 88. 600 irgendwas haben wir jetzt noch übrig. So, wir öffnen natürlich einmal. So. Also, wir haben jetzt hier nicht mehr viel, fällt mir gerade ein. Aber es macht nichts. Wir müssen sowieso hier gleich nochmal neue Dinge kaufen. Und das sollten wir hinkriegen eigentlich. Ja, sollte eigentlich machbar sein. Warte, wir können ja mal kurz gucken. Vielleicht kriegen wir auch noch hier Sachen raus. Das wäre natürlich geil. Ich würde sagen. Ich würde einfach nichts sagen. Dann mal, wie teuer ist das denn hier? Hier machen wir auch 38. So. Das machen wir 63. Das bleibt auf 50 und das bleibt auch auf 50. Oh, sorry, ich habe euch nicht gesehen. Moin, moin. Warte mal, wie viel brauchen wir? Noch 9 Dollar. Ja, komm, kauf es. Ja, danke. Kann man hier reingucken? Nö, schade. Wäre geil gewesen, würde man das können. So, jetzt sind wir komplett arm. Wir haben nur noch 29 Dollar. Jetzt haben wir wieder 100. Jetzt haben wir sogar 200. So. Wir stellen einmal hier noch ein neues hin. So. Na, schon die neuen Sachen, oder was? Ah, das sind schon die neuen Sachen. Mist. So, einmal die lilanen Dinger hier. Damit die hier schön hinpassen. So, das hier auch. Zack. So. Okay. So, hallo, ich will hier durch. So, und die nehmen wir mal kurz mit. Die kommen nämlich dann später hier hin. So. Okay, guck mal kurz, wie teuer denn hier nochmal so ein Shelf ist. Ah, nur 100, okay. So. Dann können wir nämlich hier das da hinlegen. So. Zack. Bam. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das hier mal wieder, ne? Das Rote. So. Zack. Zack. Okay, Leute, ich würde aber auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Natürlich jetzt ein Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao, ciao.